Fußball heute, die wichtigsten Fußballinfos des Tages, so kurz wie möglich. Ja, wir machen es wirklich so kurz wie möglich. Also die Holländer sind im Finale der Nations League. Sie spielen am Sonntag gegen Portugal um 10 Millionen Euro. Gestern am Donnerstag besiegten die Holländer in der Verlängerung England mit 3:1, nachdem es 1:1 nach regulärer Spielzeit stand. Martin Ødegaard, Supertalent aus Norwegen, aktuell bei Vitesse Arnheim unter Vertrag, liefert sich ein Twitter-Beef mit der Weltfußballerin, ebenfalls Norwegerin. Wer kennt diese Frau? Ada Hegerberg, die beste Fußballerin der Welt. Ja, und die hat sich jetzt kurz vor der Frauen-WM über ihren Rücktritt geäußert. Die ist erst 23, ist aber schon vor 2 Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Und das kritisiert Ødegaard jetzt, dass es unnötig ist, vor dieser wichtigen Frauen-WM hier von sich reden zu machen und die Konzentration zu stören. Also viel Lärm in Norwegen. Herzlichen Glückwunsch, Mesut Özil hat geheiratet, seine Freundin Amine Gülse. Er hat in Istanbul gefeiert und eine Benefizaktion versprochen. Er will 1000 Kindern eine Operation ermöglichen und er hat bereits auch viele Mahlzeiten für türkische und syrische Flüchtlinge gespendet. Also bei seiner Hochzeit war auch der türkische Staatspräsident Erdogan eingeladen. Das lasse ich jetzt aber jetzt mal unkommentiert stehen. Julian Draxler steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga, laut Equipe und der Bild-Zeitung. Interessiert sollen Bayer Leverkusen und Bayern München sein. Die Ablösesumme steht mit 40 Millionen im Raum. Zu wem würde Draxler besser passen? Zu Leverkusen als Brandersatz oder zu den Bayern? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Außerdem stehen heute einige Gruppenspiele in der EM-Quali an, unter anderem Türkei gegen Griechenland. Oder? Das überprüfen wir mal, ob die wirklich gegeneinander spielen. Zumindest nicht heute. Ja, heute sind noch andere Spiele. Unter anderem wird in der Frauen-WM gespielt. Frankreich, Südkorea. Sollte eine klare Angelegenheit für die Französinnen sein. Dann in der EM-Quali der Männer. Tschechien gegen Bulgarien. Relativ interessantes Spiel, wenn man hier mal reinschaut. Die Tschechen bisher das erste Spiel 5-0 verloren, auf die Mütze bekommen von den Engländern, glaube ich. Die sind jetzt aber nicht aktiv, genau hier haben wir es. Und die Bulgaren immerhin 2 Spiele, 2 Unentschieden. Also hier vielleicht Außenseiterchancen für die Bulgaren bei einer Quote von 6,5. Gar nicht so uninteressant. Montenegro empfängt den Kosovo zum ehemaligen jugoslawischen Derby. Kann man schon fast sagen. Schwer hier eine bessere Mannschaft einzuschätzen. Montenegro hat schon 2 Spiele, hat einen Punkt, hat eine hohe Niederlage hinnehmen müssen. Während der Kosovo relativ gut dabei ist. Das schreit natürlich nach einem Unentschieden. Wen schätzt ihr hier besser ein? Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Lasse von diesen Spielen auch größtenteils die Finger. Litauen gegen Luxemburg, ein Top-Duell, da glaube ich, muss man nicht viel drüber sagen. Wobei die Luxemburger gar nicht so verkehrt waren in letzter Zeit und hier auch in Litauen bestimmt Chancen haben zu gewinnen bei einer 2-8er-Quote. Ukraine-Serbien auch ein relativ ausgeglichenes Spiel, wenn man die Quoten anschaut. In der Tabelle dieser Gruppe B führt die Ukraine mit einem Sieg, einem Unentschieden. Die Serben haben bisher erst einmal gespielt und das Spiel unentschieden gespielt. Und wenn wir nur jetzt diesen Wettbewerb betrachten, ist das gegen Portugal gewesen. Ein gutes Ergebnis. Auch die Ukraine hat unentschieden gegen die Portugiesen gespielt und mit 2-1 gegen die Luxemburger bloß gewonnen.
Auch hier kann man anhand der Ergebnisse natürlich überhaupt nichts sagen. Die Ukraine mit Heimvorteil, die Serben vielleicht das etwas besser besetzte Team, aber auch nicht überragend in letzter Zeit. Georgien, Gibraltar, das Spiel ist schon seit 20 Minuten am Laufen, deswegen muss ich mich jetzt hier beeilen, damit ich hier dieses Spiel mir noch reinziehen kann. Nord. Dänemark gegen Irland, auch ein Spiel, da gab es in der Vergangenheit nicht viele Tore, soweit ich das im Hinterkopf habe. Und wir können das hier sehen bei den direkten Aufeinandertreffen. Die letzten beiden Spiele endeten 0:0 in der Nations League. Jetzt ist es EM-Quali. Wer blickt da noch durch, was was ist? Zumindest hier die Dänen zuletzt 3:3 gegen die Schweiz, während die Iren zweimal 1:0 gewonnen haben gegen Georgien und Gibraltar. Und das sind wirklich jetzt keine beeindruckenden Ergebnisse der Iren, weswegen die Dänen hier favorisiert sind. Man darf gespannt sein, ob Superstar Eriksson spielt. Hier haben wir einen Blick auf die Aufstellung. Ja, der ist im Kader, von daher die Dänen in Top-Besetzung mit Paulsen im Sturm, Lasse Schöne noch dabei, Delaney spielt, Højbjerg, alles bekannte Leute. Simon Kjær kennt man auch von Wolfsburg noch. Bei Irland hingegen, da muss man schon ein Kenner des irischen oder britischen Fußballs sein. Der ein oder andere spielt hier in der Premier League vielleicht, aber die Dänen hier bei dieser Quote von 1,6 mit diesem Kader klar favorisiert. Dann haben wir noch die Färöerinseln gegen Spanien. Auch eine klare Sache. Die 67er-Quote für die Färöerinseln hier. Wer kennt die nicht? Clement Olsen, der Mittelstürmer der Färöerinseln. Und die Spanier, die kommen natürlich mit dem ein oder anderen bekannteren Spieler. Diesen Sergio Ramos hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört und auch dich her. Ja, klar. Also hier ist es nur eine Frage der Höhe beim Sieg der Spanier. Aber vielleicht wachsen auch die Färöerinseln über sich hinaus. Die Deutschen haben sich da ja auch vor 15 Jahren mal schwer getan. Oder war das Island? Naja, alles, das irgendwie im Norden liegt da. Im Norden liegt auch Norwegen. Mal schauen, ob Martin Ødegaard, der Martin hier dabei ist. Rechtes Mittelfeld oder rechts außen wird er spielen. Und die Rumänen hier in folgender Formation mit eher ja, international nicht so bekannten Spielern. Dennoch haben die Rumänen in der Tabelle jetzt schon 2 Punkte mehr in dieser Gruppe F als die Norweger. Können hier vielleicht auch für eine Überraschung in Norwegen sorgen, denn die haben sich ja in diesem Wettbewerb bis jetzt auch nicht, ja, mit Ruhm bekleckert, hatten aber auch zwei schwere Gegner mit Schweden und Spanien. Und während die Rumänen mit den Färöerinseln 4:1 einen leichteren Gegner hatten und die Schweden nicht besiegen konnten bei der 2:1 Niederlage, das hier, ja, ein relativ offenes Spiel. Und was haben wir noch? Schweden gegen Malta. Auch hier eine sehr klare Quote mit 1,05 auf die Schweden. Da sollte für Malta nicht allzu viel drin sein, aber die haben immerhin schon 3 Punkte, weil sie hier ein Spiel schon gewonnen haben in dieser Gruppe. Jetzt ist es natürlich auch ein relativ, ja, Underdog-Spiel gewesen gegen die Färöerinseln, dass sie mit 2:1 gewonnen haben. Gegen die Spanier allerdings hat Malta nur 2:0 verloren. Also diese Sache mit Asian Handicap vielleicht sogar interessant, wenn jemand den Schweden nicht allzu viel zutraut. Die sind vor allem in der Offensive relativ schwach. Aber ja, ob es dann für Malta reicht, da dagegen zu halten, ist die andere Frage. Was ist sonst noch geboten? Österreich gegen Slowenien, das Nachbarschaftsduell. Die Österreicher favorisiert, aber auch hier durchaus Chancen für die Außenseiter aus Slowenien, die jetzt hier bereits 2 Unentschieden in dieser Gruppe einfahren konnten, wenn die Österreicher ihre beiden Spiele bisher verloren haben gegen
Israel und gegen Polen verloren. Da sagt man jetzt auch, ja, die könnte man schon mal schlagen. Slowenien gegen Nordmazedonien und Israel zweimal 1-1 gespielt. Also da muss Österreich schon wesentlich mehr bringen, um dann die Slowenen zu besiegen, die bis in die Haarspitzen motiviert sein dürften. Und bei Slowenien dabei, wo ist er? Von Hoffenheim? Nein. Nicht Hoffenheims, von RB Leipzig dachte ich, dass Kevin Campbell, der ist doch Slowene, dass der spielt. Aber es steht zumindest jetzt nicht in der Aufstellung. Dafür Marcel Sabitzer auf der anderen Seite. Außerdem überhaupt kennt man hier fast jeden aus der Bundesliga von den Österreichern. Deswegen, ja, eindeutig bekanntere Spieler von Österreich, aber das heißt jetzt auch noch nicht unbedingt viel. Lettland, Israel, das Spiel hier schenke ich mir. Von den Quoten her Israel Favorit, aber mehr weiß ich dazu nicht. Nordmazedonien, Polen, hier eine sehr hohe Quote auf die Polen, die ja hier die Tabelle mit 2 Siegen und 6 Punkten anführen. Nordmazedonien, ein Sieg, ein Unentschieden. Also bei dieser Quote, wenn die Polen in halbwegs guter Formation in Nordmazedonien auflaufen, dann sind die natürlich hier zum Siegen verpflichtet und die Quote schaut dafür auch sehr interessant aus. Gegen Lettland und Österreich konnte Polen in dieser Gruppe G gewinnen. Dann gibt es noch weitere Spiele. Malaysia hat schon gespielt gegen Osttimor. In Afrika, Kenia, Madagaskar, Tunesien, Irak. Könnte man vielleicht auf Tunesien setzen, aber da ist die Quote auch relativ gering. In so einem Spiel fallen in der Regel wenig Tore, würde ich jetzt sagen. Ah, das war natürlich ein Schmankerl, das wir hier verpasst haben. Algerien gegen Tunesien, da hätte ich auch gern drauf gewettet, dass wenig Tore fallen. Aber ja, allgemein keine Power-Offensiven, die da aufeinandertreffen. Slowakei, Jordanien, kann ich unmöglich sagen, wie Jordanien drauf ist, die Slowakei, naja. In Peru wird gespielt, interessiert uns jetzt wahrscheinlich auch weniger in Österreich, die zweite oder dritte, vierte Liga. Und ansonsten war es das auch schon wieder mit den brisanteren Spielen. Gut, dann schreibt in die Kommentare, was ihr an diesem Spieltag an Tipps habt oder vielleicht auch über den Fußball hinaus, wenn gerade bei den French Open irgendwas Interessantes passiert. Zum Beispiel hat heute Rafael Nadal Roger Federer mit 3 zu 0 aus dem Turnier befördert. Ja, interessant wird auch das Spiel Djokovic gegen Thiem natürlich. Und ja, ob ihr da vielleicht wisst, wer hier vorne ist. Also Team würde man es wahrscheinlich sowieso gönnen als deutschsprachigen Spieler. Ansonsten der Joker natürlich immer für eine Überraschung gut oder auch für seine Favoritenrolle. Dann bis zum nächsten Mal.